Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei den schlimmsten Befürchtungen. Ja, wir ziehen heute mal wieder in den Haushalt unserer, unser Trio Infernale und spielen da mal ein Ründchen weiter. Kunibert und so hatten wir jetzt, wie Sim zum Spielen wen? Hä? Ich würde gerne mit dem, wo ist denn seine Brille? Wo ist denn, der sieht doch nichts. Der Fridolin sieht doch nichts. Wo ist denn, wieso, verbrennen und pumpen? Ach so. Ah, weil der gerade im Fitnesscenter ist, können wir jetzt zu dem wechseln. Aber wir spielen vielleicht heute mal, ich weiß es noch gar nicht. Ich würde gerne zwei, drei Dinge tun, die man halt so tut. Da möchte ich gerne, das kann man ja auch mal. Und da hat man einen dann auch gesehen. Das ist aber merkwürdig, wenn die Leute dann irgendwo, ich weiß zwar nicht, wie man das anders lösen könnte, aber dass der Fridolin jetzt im Pumpercenter, ja. Was? Tränenmond ist ein Geek? Was macht die denn da? Macht die irgendwie Geburtenübungen oder was? Ich tanze traurig, weil das Leben so sackt. Ich tanze traurig, weil jeder auf mich kackt. Ich tanze durch den Regen und ich tanze durch die Nacht und hoffe, dass niemand mehr erwacht. Ich bin traurig. So traurig. So, das war, da würde ich auch gehen bei dem Jaule. Frikadella versucht gerade, ein paar Aliens klarzumachen. Wie es aussieht, ach, die spielt gerade. Ich dachte, die macht gerade ein paar Aliens auf der Dating-Plattform klar, weil die sonst irgendwie, naja, die arme Frikadella. Ich dachte, der ist im Fitnesscenter. Und wo ist denn, der sieht doch nichts, der Junge. Der kann doch gar nicht, der kann ja gar nicht gerade ausgucken. So, wir müssen mal ganz kurz gucken. Säubern. Tränenmond will säubern. Die Tränenmond. Da hab ich ja eine Idee, was die mal machen kann. Das musste ich einfach auch mal machen. Das war so lustig. Und dann gehe ich mal ganz kurz hier. Ich ändere mal kurz das Outfit. Nein. Ich plane mal kurz das Outfit. Fridolin. Bitteschön. Erweise mir noch die Ehre. Ach, jetzt räumt er natürlich ab. Der feine Herr räumt. Was ist denn jetzt los? Ach so. Ach, der ist jetzt mit dem Teller da hingegangen. Wo ist denn deine Brille, Kollege? So, Alltagskleidung. Da sieht er jetzt so aus, ne, momentan. Ich mag das sportliche Jackett und so, das mag ich ja ganz gerne. Abendkleidung, ja. Sehr elegant. Sportkleidung auch sehr cool. Ausgehkleidung. Ja, kann man machen. So. Haben wir die Augen eigentlich damals richtig groß gezogen? Ich weiß, ich bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls. Aha. Ja, jetzt, ich traue mich das schon ja gar nicht. Ich druckse mich schon wieder ein bisschen umher. Ich dachte mir so, Tops probiere ich mal ganz kurz aus. Ob ich nicht mal vielleicht spaßeshalber... Ich weiß nicht warum. Das habe ich gesehen anderswo und dachte mir, das wäre eine coole Idee, selber mal so ein Package zu erstellen. Und ich dachte mir, dann muss man das nicht, dann kann man das ja auch einfach hier kostenlos ziehen. Kann man das selber bei Sims mal anprobieren und gucken, wie sich's damit rumläuft. Einfach so just for fun. Ja, der Link ist in der Videoinfo und ich dachte mir, irgendwie ist... Ich finde das lustig, das da zu sehen. Es tut mir echt leid. Ich fand das so lustig, die Idee. Andere haben das auch gemacht. Jetzt guck mich nicht so an. Andere haben das auch gemacht. Es wird ja noch schlimmer. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich find's trotzdem cool. Mann. Lass mich doch jetzt mal. Ist mir nicht peinlich. Was? So, obwohl eigentlich bei ihm, das Schwarz ist ja eher so... Pass mal auf, ich muss leider nochmal ganz kurz, das tut mir leid. Es dauert jetzt wieder so lange. Weil das Schwarz ist ja eigentlich nicht so eher... Hallo? Ach, wir sind gerade im Pausenmodus. Ach, jetzt muss Tränenmond sich erstmal anziehen. Jetzt habe ich gerade, bin ich aus Versehen aktiv auf Tränenmond. Wie sieht denn das aus hier? Das geht. Hallo Träni. Träni, die kriegt das nicht an. Das kriegt nur Fridolin an. Und das ist mir schon ein bisschen peinlich. Aber wenn mir das schon peinlich war, ich glaube, das wird jetzt nicht besser.
Kann man das, ich weiß nicht, geht das? Also kann man, ja, oder? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so geht. Ich mach das einfach mal, vor allem, weil das ja auch zu ihr passt. Ich hätte ansonsten, war das hier? Ich hätte ansonsten noch diese andere Variante. Ist auch schwarz, ne? Rücken und so bauchfrei, aber ich weiß nicht, bauchfrei ist nicht so ihrs, ne? Ich bin da echt nicht sicher. Ich glaube, ich probiere es mal lieber mit dem hier. Da ist mehr schwarz drin. Ich finde, das passt einfach so schön. Übrigens kann man das auch kostenlos runterladen. Videoinfos, nur mal so, wer Bock hat. Ich fand es lustig. Außerdem finde ich das irgendwie so... Ich finde das lustig, wie sie es alles so entwickelt hat damals von den Schlümpels. Finde ich hier sehr... Jetzt trägt Tränenmond ihr eigenes T-Shirt. Gut. Der Fridolin läuft jetzt Werbung, die arme Sau. Das tut mir sehr leid. Aber ist egal. So, jedenfalls... Und genau deswegen finde ich, dass Fridolin eigentlich eher doch was Weißes tragen sollte. Ich weiß jetzt, das passt irgendwie nicht so mit dem Schwarz. Das ist eher so Tränenmondsfarbe. Ich finde das aber, es tut mir leid, wir sind gleich durch. Dauert ja nur 50 Minuten. Vor allen Dingen, der muss immer wieder alles neu laden. Okay, dann mache ich das mal lieber weiß, oder? So, das mache ich mal einfach in weiß. Und irgendwann werden wir uns eh wieder umziehen, aber ich feiere das gerade so ein bisschen. Und es ist echt krampfig, es ist wirklich extrem krampfig, diese Package-Dinger da hinzubiegen. Mit diesem DDS-Dateigefissel und bla bla bla. Naja. Alles in modisch verschiedenen Farben, damit es vielleicht auch passt. So, dann haben die Datte an. So, kannst du mal kicken. Fregadella... Das ist ja lustig, das sieht man sogar hier. Cool. Das ist irgendwie schräg. Ja, jedenfalls, okay, Frikadella lassen wir erstmal in Ruhe. Was haben wir eigentlich gemacht die ganze Zeit? Ich weiß es gar nicht. Die Frikadella kann hier mal aufräumen. Die Kinder, es ist Sonntag, 9.10 Uhr. Ist das denn abends um 9 oder morgens um 9? Ich bin mir hier gar nicht so sicher bei Sims. Die Frikadella räumt erst ein bisschen auf, dann wirft sie den Scheiß weg, dann muss die hier einfach mal... Ja, bewässert ist schon, ne? Dann kann die eigentlich mal, die kann mal alles ernten hier auch. Das kann niemand machen. So, hat der eine Wampe? Nee, sagt nur so aus. Es wurde sich übrigens gewünscht, Moment, es wurde sich ja gewünscht, das mache ich mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir dafür genug Geld haben. Es wurde sich mehrfach in den Kommentaren gewünscht, es ist ja nicht so, ach, das ist dieser Krams. Es ist ja nicht so, dass ich nicht lesen würde, sondern ich lese ja ganz genau, was ich gewünscht wird. Ich kann nur nicht immer sofort darauf reagieren, weil meistens nehme ich ein paar Tage im Voraus auf. Es wurde sich eine Geige gewünscht für Tränenmond. Das Problem ist, wenn ich die jetzt kaufe, haben die echt kein Geld mehr, um sich noch was zu essen zu kaufen. In Schwarz gibt es die nicht, aber in Mitternachtsfarben. Eine Geige. Das ist bestimmt eine Arschgeige. Wir haben dann echt kein Geld mehr für was zu essen, ne? Die können ja sonst auch keinen Nebenjob aufnehmen. Das heißt, Frikadella muss ja arbeiten, sowieso schon. Wir gehen das Risiko mal ein. Und wenn die abgenagt sind, 129 Simoleons, das reicht ja für 3 Jahre, natürlich. So. Es wurde sich gewünscht und Tränenmond hat ihre Geige. Da können wir, die würde ich ja auch gerne mal ausprobieren, direkt. So, warte. Während Frikadella brav aufräumt. So eine liebe Mutti. Na, guck mal einer an. Na gut, dann wollen wir mal. Das Gesicht dazu ist auch sehr schön. Huch. Alter. Da stellen sich mir die Fußnägel hoch, wenn ich das höre.
Okay, Fridolin, was willst du denn machen? Getränk in der Lounge trinken, weil selbstsicher ist, ich glaube nicht, Frikadella kennenlernen? Schräg, das ist deine Mutter. Erst pennt er mit ihr im Bett und dann lernt er sie erst kennen? Das ist eindeutig väterlicherseits. Vielleicht will er ja auch einen leckeren, stinkenden Kaffee trinken, man weiß es nicht. So, säubern. Der Granz. Granz. Was denn? Morgan! Oh, Stone. Ja, was machst du denn da? Das ist doch noch sauber. Da ist ein bisschen Entengrütze im Abfluss. Das kann ich noch fressen nachher. Da sitze ich mich erstmal an den Rechner. Erstmal fett bei pizza.de bestellen. Ja, das nehme ich, das nehme ich. Hier noch Sucuk Doppelzentner, das nehme ich auch. Oh, hier noch lecker Pizzabrötchen. Nom, 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 nom. Und 5 Schweinehälften Gyros. Angespannt? Baden, klicke auf die... Wie, klicke auf die Badewanne? Oh, na guck mal einer an. In Pfütze spielen. Na, so geht's natürlich auch. Was? Was? Jetzt, Alter, jetzt... Alter, jetzt komm mal klar mit deinen komischen lauen Änderungen. So, Videospiele spielen. Der kann ja weiter programmieren lernen, eigentlich. Programmieren, Plugin programmieren, Spiel modifizieren. Blickblock modden, Sims Forever modden. Der moddet jetzt Sims Forever und macht da einen fetten Crack rein, damit die Firma kein Geld mehr verdient. Naja. Duschen, weil angespannt. So, dann, da mache ich mal 10, Print, Hallo Welt, 20, Goto 10. Das wird die Server von Electronic Farts überlasten. Ja, Electronic Farts. So, hier, da drücke ich mal auf die Weiter-Taste. So, und dann lese ich da, gucke ich mal, Copy-Paste. Das gibt mir bestimmt einen fetten Job als Programmierer. Da verdiene ich dicke Sumolions. Kaufe ich mir erstmal leere Tüten. Sind nämlich mein Jumbo-Pläsier. Ich sammle gerne leere Tüten. Ja, so, dann hier nochmal 30 REM 25,90. Dann hier noch ein bisschen Assembler. Boah, die leeren Tüten werden so geil. Ich möchte eine Peri aus leeren Tüten haben. Oh Gott. Da walze ich. Dass ihr das Glas nicht in der Hand zerspringt. Kratz, kratz. Da kann ich gar nicht zugucken. Und Frikadella sucht Anhang. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen Soziallevel. Das ist ganz gut. Mit Frikadella plaudern. Oh, Mutti, das hier ist nichts für Clouds, Alter. Das ist ernsthaftes Programming, weißt du? Damit verdiene ich viel Geld, Alter. Richtig viel Zaster. Und eines Tages kann ich mir einen Klunker kaufen mit einer Kette dran. Verstehst du? Ja, bitte Bungee. Ja, eine Kette ist natürlich super. Kaufe doch erstmal einen Rowenta Bodenstaubsauger. Guck dir mal an, wie das hier wieder aussieht über dieser Staub. Ja, aber ich wollte mir dann vielleicht lieber nur ein Handy zwitschern. Ne? Kann ich mir Apps installieren? Da kann ich immer die neuesten Gadgets und Widgets benutzen. So eine Scheiße. Ich brauche noch 20 für einen Mocker-Einlauf. Drüben beim Gynäkol-Professor. Ja, das, ja. Lies ein Buch, Oma. Bücher lesen. Menschen sollten mehr Bücher lesen. Könnten alle programmieren. So, hier tippe ich mal, dann... Ich glaube, ich krieg mal einen rechtslastigen Tinnitus. So, ansonsten ist ja doch alles friedlich. Frikadella ist wieder alleine. So, hat die Geigenfähigkeit erworben? Ich glaube ja nicht. Beschämt, warum das denn? Jemand anrufen? Musikalische Unsicherheit. Ach so. Die ist auch immer so beschämt. Was macht denn Frikadella? Ach, die quatscht wieder. Die quatschen immer nur noch. Alter, wenn ich programmieren würde, mich würde dauernd jemand zuquatschen. Ey, Mutter, pass mal auf, ich brech dir bald das Genick wie einen dünnen Bleistift. Knack, und dann bist du weg, verstehst du? Ich muss hier proggen, Alter. Ja, das ist mir egal, dann fress ich eben. Das Diät essen, davon werde ich dünner, wenn ich mehr esse. Also, Mutti, ich hacke hier gerade ein Spiel, ne? Ein Spiel ist so ein Unterhaltungsding auf dem Computer. Wie, Unterhaltungsding? Kann man damit das Wetter steuern, oder was? Mach mal den Regen weg, ich will Sonne haben, kann ich mich rauslegen, in der Sonne fläzen, ein bisschen bräunen. Nee, Mutti, aber damit kann man auch Musik abspielen,
Zum Beispiel MP3-Files, die ich von Kazaa gedownload. MP3, Kazaa, was quatscht du für eine Scheiße? Ich hab eine Langspielplatte und ein Laserdisc-Abspielgerät zwischen den Brüsten. Mutti, ein Laserdisc-Abspielgerät möchte ich später im Auto haben. Das wäre voll der geile Sportflitzer. Ach ja? Da gibt doch weiter Geld für Bücher aus, da kannst du ja noch mehr Autos kaufen, verstehst du? Man kann nur das eine haben oder das andere. Scheiß doch auf deine Bücher. Ich muss furzen, Alter. Wie so ein Ballon. Mutter, leg dich doch ein bisschen schlafen. Ich muss hier proggen, verstehst du? Das ist serious business. Ich bin jetzt bei Anonymous und schreibe auf Facebook gemeine Statusmeldungen. Über das System. Über das System? Du kannst meinem System einen Muffin hinzufügen. Muffin? Ja, die soll mal ein Buch lesen. Mit ihrem scheiß Laserdisc-Abspielgerät. Sowas habe ich später im Auto. Ach ja, und einen fetten Flatscreen hole ich mir dann auch. Das wird super. Das ist voll die Science-Fiction jetzt noch, aber bald schon die Wahrheit. So, hier, Zeile 50. Gut, dass ich mir damals Quick-Basic gekauft habe. Da brauche ich kein GW-Basic mehr. GW-Basic ist voll für Loser, Alter. Quick-Basic ist die Zukunft. Damit kaufe ich mir später echt einen Flatscreen. Geil. Okay, hier nochmal, da nochmal. Vor, ja, eine Vorschleife. Ach Mist, jetzt lenkt die Alte mich schon wieder ab. Was soll ich denn machen? Die steht hier mal rum. Jetzt atmet die mir in den Nacken. Pando. Mutter, quatsch doch wen anders voll, du alte Quatschtüte. Witzig. Ich hab dich damals aus meinem heißesten Punkt aus des Körpers gepresst, du hörst mir. Mutter, ich werde mir das Auto kaufen und bald hinfortfahren. In die Welt der Politik und der Reichtümer. In die Welt der Politik? Jetzt fällt mir nichts mit Baseball ein. So eine Scheiße. Wieso komme ich jetzt überhaupt darauf? Immer, wenn man Nägel kaut, verliert man die Arme. Mutter, was quatschst du mich voll mit Nägel kauen? Ich will hier noch nur programmieren, Mann. Mutter, lass mir bitte ein bisschen Freiraum. Ich versuche Geld zu verdienen. Wir haben nur 129 Simoleons auf dem Konto. Ja, da gib doch weiter Geld für deine scheiß Bücher aus. Du Low-Bob. Mann. Mutter, ich habe mir nur 2 Kartons Bücher bei Amazon bestellt und die waren sehr günstig. Das waren Restposten. Den Rest spare ich aufs Auto. Den Rest sparst du, weil ich auf deiner Haarfarbe. Mutter, ich bin erzürnt. So. Oh Gott. Ach, was die quatschen. Während die Alte da weiter rumkriegt, aber die ist immer noch beschämt. Das verstehe ich natürlich sehr. Lockere Unterhaltung. Ich glaube, ihnen geht's auch nicht so gut. Angespannt und die Alte quatscht einfach zu eingepfercht. Dieser Sim muss bald an die frische Luft, um Druck abzulassen. Ich verstehe, ganz der Vater. Oh, Errungenschaft die ganze Nacht, was? Was ist das? Ein Sim 24 Stunden am Stück wachhalten, was? Wen denn? Wer ist denn hier so lange wach? Hoffentlich nicht Frikadella, die muss in einer Stunde zur Arbeit. Energie hat sie noch, Blase. Die geht mal ganz kurz schiffen, die geht mal ganz kurz schiffen. Stimmt, hier ist das Klo hier auf der anderen Seite. Wie ein Champion pieseln. So, Frikadella geht pinkeln, Hygiene, danach geht sie duschen und dann ist sie eigentlich schon fertig. Nachdenklich duschen. Inspiration ankurbeln. Ich guck mal ganz. Jetzt habe ich hier wieder die Kabel davor. Meisterköchin, 5 große Grillkäsebestellungen zubereiten. Das habe ich noch nicht gemacht. Oh, weh mir. 3-mal Geschirr abwaschen, haben wir schon gemacht. Leistung, werden wir heute richtig toll, richtig tuffy, werden wir sein. Und zwar Inspiration ankurbeln, Energie verleihen. Ja, ich glaube Energie verleihen. Energie verleihen ist sehr gut. So, ach so. So, Fridolin muss auf jeden Fall mal raus. Der kann ja hier draußen Liegestütze machen. Vielleicht kann er Liegestütze machen, ich weiß es nicht genau. Wir probieren es einfach mal aus. Der kann auch alles bewässern. Pass mal auf, das kann der Fridolin auch mal machen. Der will ja in die frische Luft, da kann er ja ruhig mal die Blumen bewässern, weil die Mutti muss auf Arbeit und die Schwester kräht da drüben rum. Haben wir Hausaufgaben eigentlich gemacht? Nein, ich glaube eher nicht so. Hat die Gartenfähigkeit erworben. Joggen gehen. So, jetzt ist er glücklich auf jeden Fall. Zur Musik aus Stereoanlage tanzen. Zu deiner Schwester kann er nicht tanzen. Kann man da über Rechnung beschweren? Von Herzen kommendes Kompliment machen. Das machen wir doch mal, weil sie ist gerade ein bisschen down, oder? So, gleich nachdem er hier alles gegossen hat. Frikadella, hat sie schon geduscht?
5 große Grillkäsebestellungen zu bereiten. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr hin. Was macht sie jetzt? Dehnen. Das ist auch ganz gut. Hat die gerade wieder gefurzt? Och, Alter, das gibt's doch gar nicht. Und die räumt Teller ab.